im Wald in Odenthal. Schön, einsam, idyllisch, klare Luft, keine Autobahn. Auch immer schön. Hallo, total recht herzlich, ihr Cobra 11 Fans. So, ab heute, den 5.9., lief ja schon bei TV Now, lief das ja schon um 8 Uhr, habe ich mir das angesehen, sehe mir so leicht depressiv und so weiter. Tom Beck war da, sehr gut gekleidet, sah so verdammt gut, fuhr auch einen verdammt tollen BMW aus der Serie Drift. Hallöchen, wer braucht denn da was? Cobra 11, angekommen von der Mannschaft, die in Berlin war. Danke, danke, Anita, Maja, Kate, soeben gekommen, hat ein bisschen länger gedauert. Berlin ist ja nun mal nicht hier um die Ecke. So, wie gesagt, der André läuft da momentan rum am Kuhdamm, der halt auch schon mal bei Cobra 11 war. So, heute Morgen lief Cobra 11, haben wir ja gesehen, 50-Jahr-Feier. Er hat halt nochmal 50 Jahre gefeiert. Er war ein bisschen desolat und wie gesagt, Tom Beck war ja da und war auch super irgendwie, war eine tolle Geschichte, war halt, als ob, ich nahm an, er hätte geträumt, hat er natürlich nicht, aber ja, so waren die Sequenzen, bis er halt seinen Onkel dann verfolgt und der dann durch den LKW nieder und die Knochen von seinem Vater, so bin ich, also ich spreche jetzt in Rätsel, also heute ist der 5.9., um 8 Uhr habe ich mir die neue Serienstaffel angesehen. So, wie gesagt, Semir, also es ging ihm nicht gut, er hat auch seinen Ausweis weggeworfen und so. Richtig aufgelöst war nachher das Ganze nicht. Es sah schon aus, als hätte er geträumt. Aber Nils hat ja, beziehungsweise Hartmut, hat ja da seine Sache auch gemacht, hat also da die 605 nachgewiesen, was damals da, und dann war halt Familie. Familie. Aber die sogenannte Zusammenführung Mutter und Semir ist halt so auch vollzogen. Kann sein, dass sie in der Staffel etwas mehr zu sehen. Wie gesagt, Semir konnte man dann auch so sehen, wie er ganz jung war, wie er ganz jung zur Schule, Polizeischule gegangen war. Und da halt mit sehr gut, also war seine Berufung, stimmt ja auch. Semir ist Polizist mit Herz und Seele. Dass er natürlich Kriminalkommissar ist bei der Autobahnpolizei. Nun, in Wahrheit wissen wir ja alle, dass es sowas nicht gibt, aber bei Cobra 11 gibt es das. Er ermittelt halt als Kommissar der Autobahnpolizei diverse Delikte. Ist okay, wird gemacht, wir wissen es. In dieser Folge, die heute gelaufen ist, halt nur ein schwerer Unfall passiert, also nicht Massenunfälle, aber dafür ein Driftfahrzeug vom BMW, was Tom gefahren hatte, ihn dann zu einem sogenannten Psychiater, was natürlich keiner war, war ein bisschen dubios. Grüß euch, hallo. Im Wald, in Odenthal. Schön, einsam, idyllisch, klare Luft, keine Autobahn. Auch immer schön.